Die Instabilität des Schultergelenkes beschreibt einen Zustand, bei dem die Patienten nicht in der Lage sind, die Gelenkkugel stabil gegenüber der Gelenkpfanne im Gelenk zu zentrieren und dort auch zu halten. Auslösende Faktoren können sein, entweder eine unfallbedingte Auskugelung der Schulter oder eine anlagebedingte unzureichende muskuläre Führung der Gelenkkugel im Gelenk. In der Behandlung der Schulterinstabilität unterscheiden sich diese beiden Patientengruppen dahingehend grundlegend voneinander, dass die Lösung in der einen Gruppe eher im Bereich der Operation zu suchen ist und im Bereich der anderen Patientengruppe eher im Bereich der Physiotherapie.